Die Via Sacra und der Wiener Wallfahrerweg führen Pilger und Wanderer von den Grenzen Wiens bis nach Mariazell. Durch die wunderschönen Landschaften des Wienerwalds und des Mostviertels vorbei an geschichtsträchtigen Orten wie der mächtigen Burg Liechtenstein mit Blick über Wien. Zu kulturellen und spirituellen Höhepunkten wie der Zisterzienserabtei Stift Heiligenkreuz, das bereits seit 1133 besteht. Vergessen. Die Pilgerwege führen entlang der im 12. Jahrhundert erbauten Araburg, der höchstgelegensten Burgruine im südlichen Niederösterreich. Während der zweiten Türkenbelagerung im Jahr 1683 wurde sie zerstört und ist nun im Mittelpunkt vieler Veranstaltungen, von den Sommerspielen bis zu einem Mittelaltermarkt. Stift Lilienfeld. Das Stift Lilienfeld bietet neben architektonischen auch viele kulturelle Höhepunkte. Von Literatur über Malerei bis hin zu klassischer Musik. Zeit ging man davon aus, dass in dem aus Türmitzer Marmor gefertigten Kenotaph Leopold VI. Gebettet wurde. Es ist allerdings das Grab der Mutter von Kaiser Friedrich III. Leopold VI. Wurde am nördlichen Rand des Altarraums bestattet. Durch teils unberührte Natur, Forstwege und Straßen führt der Weg über Maria Siebenbrünn nach Annaberg im Mostviertel oder alternativ durch die eindrucksvolle Falkenschlucht. Wetter wirkt hier der Vaterberg Oetscher schon zum Greifen nah. Das vielseitige Wanderdorf Annaberg selbst ist schon seit gut 800 Jahren Wallfahrtsstation an der Heiligen Straße nach Mariazell. Den sakralen Abschluss der Via Sacra des Wiener Wallfahrerweges bildet schließlich die Basilika in Mariazell mit einer Heiligen Messe.
Beim Pilgern ist sprichwörtlich der Weg das Ziel. Denn die Erfahrungen, die man auf dem Weg gewinnen kann, sind Balsam für die Seele. So einzigartig wie die Natur und der Mensch selbst.